saß auf einem grünen Sofa und er mir gegenüber auf einem blauen Sessel, der fantastisch zu seinen Augen passte. »Wissen deine Eltern, dass du hier bist?« Ich schüttelte den Kopf. »Um Gottes Willen, Marie, sie hätten es nicht erlaubt!« Er seufzte. »Wie lange bleibst du?« »Für immer«, wollte ich sagen. »Zwei Wochen«, antwortete ich. Er zeigte mir den Kühlschrank, das Gästezimmer und das Badezimmer. »Und das«, ohne seine Antwort abzuwarten, öffnete ich die Tür neben der Toilette. »Das ist mein Schlafzimmer«, sagte er. »Bringst du hier die Frauen hin, die dich bezahlen?« »Nein, hier bringe ich die Frauen hin, die ich liebe.« Er schob mich zur Seite und schloss die Tür. »Ich muss jetzt los. Auf der Kommode liegen die Schlüssel und heute Abend gehen wir was essen.« Er ließ mich alleine zurück. 5 Stunden lang lag ich nackt auf seinem Bett und wartete. Mein Mund war trocken und ich fror, denn die Klimaanlage lief auf Hochtouren. Aber ich wagte es nicht, mich zu rühren, wagte es nicht, meine Position zu verlassen. Nichts ist aufrichtiger, nichts ist aufdringlicher als die Liebe eines großen, sehr schlauen Mädchens. Die Postkarten verschwanden von meiner Wand und Agathe schenkte ich einer Freundin. Ich verbrannte das Bild, das jahrelang in meiner Hosentasche gewohnt hatte. Nichts sollte mich mehr an ihn erinnern. Aber jede Nacht, wenn meine Hände automatisch nach Agathes weichem Fell suchten und winzige Fetzen Tesastreifen an der Wand von New York erzählten, wanderten meine Gedanken in die Broome Street. Anstatt seiner Arme schlang er eine Decke um meinen nackten Körper und hob mich hoch. Ich klammerte mich an den Bettpfosten. Unbeirrt marschierte er zur Tür. Ich strampelte, griff nach allem, was ich zu fassen bekam, vergeblich. Und dann lag ich in dem anderen Zimmer, in dem falschen Bett. »Eines Tages wirst du mir verzeihen«, sagte er und knipste das Licht aus. »Du bist ein Arschloch, Onkel Fritz«, waren meine letzten Worte. Beide denken genau dasselbe, was wir hier machen, ist nicht das Gelbe. Was wir hier machen, das ist doch wie Schneckensex, nur schlimmer noch. Das gibt's nicht nur bei Menschen, das hab ich auch im Garten auf Schneckensex. Da kann man lange warten, bis die sich mal geeinigt haben, Mann oder Frau. Den Schnecken ist's egal, die nehmen's nicht genau. Schnecken sind ja Zwitter, für die ist das normal. Bei Menschen ist das bitter, wer war ich jetzt nochmal? War ich er oder sie? Sie oder er? Ich schau nochmal im Pass nach, ich weiß es echt nicht mehr. Sie oder er? Schatz, hörst du mir zu? Er oder sie? Ich fühl mich schon wie du.